Vieles ist noch immer ein bisschen improvisiert bei den Piraten. Und auch ein Programm in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat die junge Partei bisher nicht. Das soll sich nach dem Willen dieser Mitglieder ändern. Aktive und ehemalige Soldaten, Friedensbewegte und andere am Thema Interessierte sind deshalb an diesem Wochenende in Dresden zusammengekommen. Verteidigungspolitik ist, denke ich, eines der wichtigsten Themen, denn es ist die Frage nach Krieg und Frieden. Ohne Frieden kann unsere Gesellschaft nicht existieren. Jeder Mensch möchte das, auch ich denke, jede Partei möchte das. Die Frage ist, wie erreichen wir das? Welchen Alternative oder welchen gangbaren Weg können wir aufzeigen? Wie der Weg aussehen könnte, wollen die Piraten diskutieren. Inhaltlicher Input zum Thema kommt von der Bundeswehr selbst. Friedensaktivisten wie dem Rechtsanwalt Peter Becker, dem Darmstädter Signal, einem Forum kritischer Soldaten oder dem Reservistenverband. Wir haben die Piratenpartei bisher als monothematische Partei wahrgenommen und freuen uns natürlich sehr, wenn man sich auch mit anderen Themen beschäftigt und insbesondere mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wohin die Debatte am Ende führt, ist offen. Zur Diskussion steht unter anderem ein Papier, das die Bundeswehr als Armee der Gewaltlosigkeit verstehen will. Der nächste Bundesparteitag im Mai könnte dann vielleicht über ein Konzept zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik abstimmen.